Wenn ich heute am Rhein stehe und so meine Gedanken freien Lauf lasse, kommt mir immer wieder in den Sinn, dass es da irgendwann einmal Schleppschifffahrt gegeben hat. Im Internet findet man allerhand Informationen hierzu. Leider habe ich in dieser Zeit, das müssen die 60er gewesen sein, hier gab es noch Schleppschifffahrt, keine Bilder vorliegen. Also wer sich hierfür interessiert, kann ich nur empfehlen, gebt Schleppschifffahrt auf dem Rhein ein. Da sind einige Bilder drin veröffentlicht. Könnt ihr euch das Ganze besser vorstellen. Zum Glück habe ich meine Freunde, die Rheinbabbler, und das besondere Glück hierbei ist, dass einer der Rheinbabbler selbst Schiffsführer war. Das heißt also, wenn ich mit meiner Recherche nicht weiterkomme oder wenn kreuz und quer diskutiert wird, der Manfred hat tatsächlich das Ganze erlebt. Also er berichtet nicht aus irgendwelchen Büchern, sondern er selbst hat bei Schleppfahrten mitgewirkt. Ja, das Ganze war auch sicherlich nicht ungefährlich, also man musste da schon hochkonzentriert sein. Jedes Schiff war mit Leuten besetzt, also es war nicht so ein Schlepper und die Schiffe sind einfach so abgeschleppt worden. Nee, und wenn es dann irgendwelche Schwierigkeiten gab, dann musste das letzte Schiff, also jetzt zum Beispiel bei Talfahrt, die mussten dann den Anker werfen. Ja, wenn man jetzt noch etliche Publikationen zu der Schleppschifffahrt liest, dann ist das schon ein spannendes Thema. Ich war jetzt einige Male am Treffpunkt der Rheinbabbler. Der Manfred war da nie anzutreffen, aber heute hatte ich das Glück. Er war da und habe ihn gleich mit der Frage konfrontiert. Viel Spaß jetzt beim Zusehen meines Filmchens. Ich bin bei meinen Freunden, den Rheinbabblern. Bevor ich mit dem Schwätzchen beginnen kann, kommt die Ostia talwärts gefahren. Es ist ein Frachtschiff, das unter belgischer Flagge fährt, ist 110 Meter lang, 11 Meter breit. Das schöne Schiff fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 4,4 Knoten, das entspricht 8,149 Kilometer in der Stunde. Morgen, suche ich dich da. Jetzt bist du da. Folgendes. Ich habe noch als kleiner Bu erlebt, dass hier Schleppschifffahrt war. Und du hast mir erzählt, du bist ja früher Neckar gefahren. Also ja, Unrei. Ja, ich war überall. Du warst überall. Aber für dich ist das also noch gang und gäbe gewesen, mit den Schleppschiffen. Ja, ja, das war noch ein Jahr. Jetzt mal laienhaft gesprochen. Wie viel konntest du Schleppschiffe anhängen? Also ja, bis 8 Stück. Waren das dann, wie hat man das dann, Leichter genannt oder was? Der Schlepper vorne. Ja, vorne war der Schlepper und die anderen waren dann Leichter? Nein. Die größte Schiff. Ja. Vor 2000 Tonnen. Die sind vorne dran gekommen. Ja. Und wir waren der Leichteste. Wir haben nur 800 Tonnen gehabt. Wir waren der Letzte. Nee, aber es war jedes Schiff, das gezogen wurde, war abgesetzt. Ja, ja, selbstverständlich. Ja, und jetzt noch ein ganz naiv Frage. Stimmt es, dass jedes Schiff das Seil aber direkt am Schlepper, also nicht hintereinander gekoppelt? Nein, vom Schlepper aus. Und haben die sich nicht verhangen oder was? Die hast du hochziehen müssen. Ja. Da hast du vorne ein Nierdraht gehabt. Ja. Da ist der Wolf dran gekommen. Was heißt Wolf? Was war das? Das ist wie so ein Haken, so vierhäkig geworden ist. Ja, ja, ja. Den hast du ins Wasser geschmissen. Ja. Da hast du aufgepasst, dass er ziemlich gerade liegt.
Ja. Und dann hast du noch hochgezogen, mit dem Lierdraht mit der Hand. Aber jetzt mal und dann hast du den Boller festbinden müssen. Pass mal auf, ja. Und jetzt folgendes. Jetzt hast du da schon oft gesehen, dass ein Schubverband da am Schwarzen Ort reinfährt, der es nicht richtig ansteuert und beinahe in die Stahlreihe fährt. Wenn du jetzt bis zu 8 oder was hin und schief dran hattest. Ja, nur zum Berg. Total. Ja. War auf Seite. 2 Stück, da hatte 4 Stück gehabt. Also haben sie so ein Päckchen gelegt. Ja. Da waren es immer 2. Ja, und, wie hast du da gebremst? Ich meine, das. Du konntest jedes 8 Anker fallen lassen, wenn was war. Ach so. Also es ging quasi nur mit Anker fallen lassen. Nur mit Anker fallen lassen, wenn was war. Weil ich mir nämlich auch gedacht habe, wir haben ja manchmal eine ganze Strömung. Und jetzt musst du halten. Und du hast hier hinten noch die ganze Kamerade hinten drauf. Der Letzte muss dann das Anker schmeißen. Der Letzte muss Anker schmeißen. Also total. Ja, zum Weg lässt man hier vorne fallen. Aber das heißt, das war auch schon eine ganze Absprache, wenn ihr da so parlt. Aber da hast du halt aufpassen müssen. Du hast halt nicht schlafen dürfen. Ja, sag mal, und du bist ja auch noch gefahren bei Nebel, ohne Radar und so Geschichte. Oh, oder nein, mehr? Wenn es zu dicht war, haben wir Feierabend gemacht. Sind das war euch zu heikel dann. Früher war das so. Was denkst du, wie weit konnte man Sicht noch machen? 100, 200 Meter. Na ja gut, weil aber ich hab jetzt auch in einem Ding gelesen, ein Schiff musst du in mindestens fünffacher Schiffslänge zum Steh bringen können. Ja. Ja. Ja, und das ich meine, oder 15, hatte ich gerade 15, 15 muss zum Steh bringen können. Ja, das klappt, aber total ist halt. Ja, total. Aber musst du jeder Anker fallen lassen. Ja. Ja, die andere Chance, die du hast, Anker fallen lassen, zu Berg oder zu Tal. Ja, und so mit Vieren und so weiter, das hält ja nicht. Bei so einem großen Schiff macht das ja gar nichts aus. Ja. Also ich habe es ja mal erlebt, wir waren ja da mal in Rhein-Türkheim in Seenot oder in Rheinnot. Und da waren die Buhnen neben, das Ding ist nicht mehr gelaufen. Also ich habe da, ich bin hier auf festem Grund, bin ich sicherer, gell? Ja, klar, aber sonst. Aber Manfred, es war immer alles glatt gelaufen. Es war eine Sache, wo man aufpassen muss, klar. Wo man aufpassen muss. Schätzungsweise. Also ich kann mich erinnern als kleiner Bub, ja. Aber bestimmt 20 Jahre sieht man schon keinen Schlepper mehr, oder? Ende 60. Ende 60. Ende 60 haben sie aufgehört. Da sind die Motorschiffe gekommen. Ja. Also waren Anfang 70er Jahre, sagen wir mal so 60. In den 60er Jahren habe ich ja. Ich habe 61 angefangen. Ja. Da hat es schon Motorschiffe gegeben. Ja. Aber das meiste war doch schlecht viel. Da haben wir die rote Schweizer schleppt sich ab, die Franzosen, weil ja alles über Straßburg gelaufen ist. Musstest du für dein Patent extra Ausbildung machen nochmal für Schleppschifffahrt oder war das alles dabei? Das war alles in Arm dabei dann. Ja. Ja, nur für den Motor musst du halt Prüfung machen. Ja, 7 Jahre Fahrzeit und dann kannst du Patent machen. Ja. Bist du auch geschleppt worden oder habt ihr? Wie ich angefangen habe ich auf dem Schleppschiff angefangen. Auf dem Schleppschiff. Ja. Da sind wir mit der Braunkohle. Da waren wir meist immer auf letzter Länge gelegen. Oder ab und zu mal auf zweitletzter. Ja, aber das war selten, aber meistens waren wir letzter. Aber ich habe die Drähte auch schon nachgeholt. Danke, ich muss jetzt erstmal gucken, was ich hab das hier. Jawohl, heute fahren wenigstens die Schiffe und zwar die Aqua Mundo kommt bergwärts gefahren. Es ist ein Frachtschiff, das unter deutscher Flagge fährt. Es ist 105 Meter lang, 12 Meter breit, fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 7,8 Knoten. Das entspricht 14,446 Kilometer in der Stunde. Weshalb aber jetzt achtern die belgische Flagge weht, ist mir nicht klar, kann es sein, dass meine Schiffs-App nicht auf dem neuesten Stand ist. Bevor ich es vergesse, wir hatten heute um 10.45 Uhr 180 cm Wasserpegel Worms.
jetzt das Frachtschiff Lafourca gefahren. Es fährt unter französischer Flagge. Das Schiff ist 5,4 Knoten schnell. Es fährt durchschnittlich 10 Kilometer in der Stunde. Das schöne Schiff ist 90 Meter lang und 10 Meter breit. Bergwärts kommt jetzt die Lafourca gefahren. Es ist ein Frachtschiff, das unter französischer Flagge fährt. Das Schiff fährt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5,4 Knoten. Das entspricht 10,001 Kilometer in der Stunde. Das schöne Schiff ist 90 Meter lang und 10 Meter breit. Männer, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, gell? Jo, gleichfalls. Danke. Danke. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja, hier bei den Rheinbabblern, das ist ein schöner Ort. Man erfährt immer wieder etwas Neues. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.